Mein Name ist Hermann Naumann, ich bin der verantwortliche Standortleiter hier im Werk Eckes Granit in Bad Fallingbostel. Unternehmen selber ist der europäisch größte Fruchtsaftproduzent. Ja, wir haben einen Standort hier in Deutschland bzw. zwei. Einer davon ist hier im Norden und da sind wir jetzt. Warum haben wir uns für Krones entschieden? Wir haben 2016 erstmalig eine sehr komplexe Anlage hier installiert und haben im Zuge der guten Erfahrung, die wir aus der Vergangenheit gemacht haben, uns dazu entschieden, in 2019 auf 2020 ebenfalls eine neue kleine trockene aseptische Anlage hier zu installieren. Mein Name ist Henning Harnisch. Ich bin hier am Standort tätig als Projektmanager. In dieser Funktion habe ich geleitet das erste PET-Projekt in 2016 und das jetzige PET-Projekt in 2019/20. Räumlichen Bedingungen erforderten hier ein sehr kompaktes, kleines Layout, das wir auch in der Planungsphase sehr gut gemeinsam umsetzen konnten, wodurch Krones Maschinerie im Bereich der Verblockung viel möglich gemacht wurde. Wir haben die Blasmaschine mit dem Füller geblockt, wir haben die Etikettierung an den Sliver geblockt und auch den Händelapplikator in den Schrumpfpacker verlegt, sodass wir weniger Einzelmaschinen haben und dadurch ein kompaktes Anlagenlayout ermöglichen konnten. Mit einer der Entscheidungsgründe für die neue Anlage hier am Standort war die Möglichkeit, die Komplexität auf der ersten Linie durch eine zweite Linie zu reduzieren, die Verkürzung der Nebenzeiten, der Rüstzeiten und Reinigungszeiten hat mit Sicherheit einen Vorteil, was die Effizienz des gesamten Werkes angeht, durch die Installation der zweiten Linie gebracht. Die gute Erfahrung aus dem ersten Projekt und insbesondere, dass wir die Leute aus dem Projekt zum Teil ins nächste Projekt mit übernehmen konnten und somit die Erfahrung bei Installation, Aufbau und Planung wieder genutzt werden konnten, war mit Sicherheit ein Vorteil für Krones und auch für das gesamte Projekt, dass die Erfahrung weiter genutzt wurde. Die Linie ist etwas kleiner von der Leistung her, ist sehr kompakt aufgebaut bei uns. Und der Grund dieser ganzen Geschichte war aufgrund der Erfahrung, hohe Serviceleistung von Krones, hohe Linieneffizienz, war es genau das Ergebnis daraus, dass wir gesagt haben, auch die zweite Linie wird eine Krones-Linie sein.